So der Container, dass du, ich sag mal, mit 30, 40, 50 Jahren, du musst aktiv in die Kuschelgruppe gehen, weil die Kuschelgruppe kommt nicht zu dir, wenn du diese Erfahrung von der Kuschelgruppe machen willst, zum Beispiel. Das ist irgendwie als Kinder sehr viel einfacher und du lernst extrem viel. Und ich glaube, dass mit dem Laufe des Lebens diese Container immer weniger werden. Und dadurch sind wir auch, glaube ich, so eingeloggt in das, was wir halt vorher gelernt haben und glauben, ja, so ist es dann halt, so als wäre das so das Maximum gewesen, was du lernen konntest. Und ab sofort läufst du mit dieser Landkarte durch die Welt und guckst halt, was, wie du das meiste aus dieser Limitierung rauskriegst. Welcome to Ryne and Rouse, your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt. Hello, ladies and gentlemen. Hier ist Le Jones mit einer neuen Folge und wahrscheinlich bist du gerade im Freibad und isst ein Kaktuseis und deshalb lehn dich einfach zurück und lass uns heute über sexuelle Persönlichkeitsentwicklung ganz nebenher reden. Grund dafür ist, dass ich heute meine liebe Kumpanin und Mitgangster Ariane Lalakea dabei habe, die mit mir gemeinsam unser Summer of Love Retreat im September in Barcelona veranstaltet. Wir haben noch 7 Plätze frei und wir wollen die gerne an dich verschenken, weitergeben. Wir merken immer wieder, dass wenn Rückfragen kommen, dann sind wir überrascht, dass Menschen denken, sie müssten den ganzen Tag Sex machen oder in Strapse und High Heels rumlaufen, wenn unsere eigentliche Arbeit eine ganz andere ist. Und über die Arbeit und was die sexuelle Persönlichkeitsentwicklung für dich, für deinen Sex, für deine Liebe, für alle Lebensbereiche wirklich bringen kann, darüber wollen wir ein bisschen mehr aufklären und dir ein Bild zeichnen, wie so diese Woche überhaupt für dich aussehen könnte. Wenn du Interesse hast, das Ganze auch nachzulesen, dann geh auf reinundraus.com und trag dich in unseren Newsletter ein. Aktuell schreibe ich eine Serie aus 7 Themengebieten, die sexuelle Persönlichkeitsentwicklung mit sich bringen. Angefangen von, wie du Sex als Lebensenergie im größeren Kontext deines Lebens siehst, wie du Schattenthemen, die dein Leben subbewusst steuern oder untergraben, mit Sexualität bearbeiten und lösen kannst, wie du deine Anpassung an fremde Erwartungen endlich beenden kannst und nach deinem eigenen Maßstab lebst oder ganz generell Licht in zwischenmenschliche Themen, in Beziehungen, in Dynamiken, die dich klein und unsicher machen, lösen kannst und am Ende zu Kreativität kommst und zu Antrieb kommst, wo du mit richtig Lust und Bock auf deine Lebensziele zugehst. Das und vieles mehr, das beschreibe ich einerseits aktuell in meinen Artikeln und du bist herzlich eingeladen, in den Newsletter zu kommen. Und wenn du Interesse hast, wenn du jemand bist, der die schon länger drüber nachdenkt, soll ich das buchen, soll ich mir mal anschauen, geh auf unsere Website, schau dir das Retreat an, hör dir unsere heutige Konversation an und spür mal rein, ob was für dich drin ist, ob du Bock hast, an diesem Gebiet in deinem Leben zu arbeiten und dich weiterzuentwickeln. Meiner Meinung nach musst du nicht über Jahre und Jahrzehnte mit einem Therapeuten, mit Coaches an deinen Themen arbeiten. Und ich wünsche dir auch, dass nicht Jahre und Jahrzehnte vergehen, wo du nicht an dir arbeitest und weiter vielleicht in einer viel zu kleinen Welt für dich lebst, wo da so viele Möglichkeiten und Freiheit für dich da draußen stattfinden könnte. Diese Arbeit ist letztendlich die Arbeit an deiner persönlichen Freiheit. Ich will dich sehr gerne einladen dazu. Listen up, zieh dir die Folge rein. Bild dir ein Bild und schreib uns eine E-Mail an die hello@reinundraus.com, falls du eine Frage hast, die dich beschäftigt oder verunsichert. Alright, bis dahin, leg dich zurück, hol dir noch ein Kalippo und dann geht's los mit dieser Folge. Bye bye. Hey Ariane. Hallo, lieber Jones. Schön, dass wir mal wieder zusammen abhängen. Ja, finde ich auch.
Ich glaube, wir haben letztes Jahr im November oder Oktober über unser Retreat geplaudert. Krass, ist krass lange her schon wieder. Es ist schon wieder krass lange her, ja. Ja. Und 1, 2, 3 passiert es schon wieder. 1, 2 passiert es schon wieder, ja. Wir sind im Juni und unser Retreat kommt bald näher. Wir haben wir sind fast 2/3 ausgebucht mittlerweile. Und ich dachte mir, ich lade dich heute ein, weil natürlich die Leute oder immer wieder die gleichen Fragen auf uns zukommen. Und das ist ja doch irgendwie, wir haben vorhin drüber geplaudert, so ein 7-Tage-Container ist auch irgendwie ein Commitment, vor allem wenn du dir dann vorstellst, dass du den ganzen Tag in deinen Stockings ultra aufgeblasen sexy Time von 8 Uhr morgens bis 23 Uhr abends in einem Sex-Retreat machen musst. Und natürlich ist das nicht so, stimmt's. Aber ich glaube, das ist das, was die Leute befürchten, wenn sie auf ein Retreat gehen. Und deshalb dachte ich, lass uns doch ein bisschen Aufklärung machen, was denn eigentlich so abgeht auf unserem Retreat, was die Leute mitnehmen. Vielleicht teilen wir 1, 2 unserer Anekdoten, die wir oder andere auf unseren Retreats erlebt haben, um ein bisschen mehr Transparenz reinzubringen. Was die Leute denn so bei uns erwartet. Ja, schön. Was ist so dein erstes Ding, was dir in den Kopf kommt, wenn du über deine oder unser Retreat nachdenkst? Das Wort, was in meinen Kopf kommt, ist so Yumminess. Yumminess. Das ist so, ja, das ist wirklich so, sich wirklich fühlen, weißt du, ja, so ja. Mit sich selber einfach so richtig wohlig fühlen und einfach gut zufrieden zu sein und einfach durch viele Dinge drüberstehen oder durchbrechen, ja. Was Scham anbelangt. Ich meine, überhaupt so, für mich war früher das unvorstellbar, dass ich sexy tanzen würde vor einem Mann. Ich habe so viel Scham gehabt. Also über mein eigenes Körperimage und. Ja, und in so einem Retreat zu sein und sich dem zu stellen und dann wirklich zu schauen und das einfach aufzulösen und das dann tun zu können, das ist einfach so ein krasser Effekt, genau, oder Effekt, ja? Ja, wo man dann einfach so happy ist und sich dann einfach frei fühlt. Ich glaube, Freiheit, Yumminess und Freiheit, das sind die zwei Dinge, die für mich kommen, wenn ich an das denke, was mir anbieten. Ja, was ist es für dich? Was kommt denn bei dir, wenn du dich damit verbindest? Dein Schlagwort? Ich glaube, am Ende auch Freiheit. Und ich bin mir bewusst, dass das ist ein sehr großes Wort, die Leute denken, ja, was labert der jetzt von Freiheit? Aber ich glaube, was mir immer wieder auffällt, ist, dass ich früher und ganz viele auch in anderen unserer Workshops erstmal rausfinden, wie viel voreiliges Gehorsam sie gegenüber den Erwartungen von anderen haben. Weißt du, also viele Leute machen Sex für das Gegenüber, lassen sich berühren für die Pleasure von, Schatz, Hauptsache du, dir gefällt's. So. Und das ist eine Art, wie wir gelernt haben, uns an die Erwartungen von anderen zu adaptieren. Also den Erwartungen oder von anderen gerecht zu werden. Und ich glaube, so diese große, die Freiheit, die ich erleben kann, wenn ich mich so exploriere, ich gehe in den Container, ich treffe 20 andere, die auch irgendwie an sich, an ihrem Körper, an ihrer Sexualität forschen. Und ich liebe den Moment, wo jemand erkennt so, okay, das, was ich will, ist nicht nur nicht schräg oder kinky komisch, sondern ich werde beglückwünscht und die Leute sehen, wie ich viel lebendiger bin, wenn ich mir nehme, was mir wirklich gut tut, was mich wirklich befriedigt. Und ja, dann das ist so, die Leute denken dann so, ja, also bricht dann der große Hedonismus aus. Ich glaube, du lässt dich einfach nicht mehr für die Erwartungen von anderen verbiegen, sondern du nimmst dir, was zu dir gehört. Du kannst, ich glaube, viel mehr Lebensenergie fließen lassen, weil man sieht einfach, wenn Leute so, weißt du, wenn ich so drüber nachdenke, eine Person, die richtig charismatisch ist, die richtig in ihrem Saft steht, die so Yumminess erlebt, wie du gesagt hast,
dann ist das irgendwie schön, die zu sehen, wie sie sich nimmt für ihre Lust und ihre Freude. Und ich glaube, das ist, was ich auf Retreats erlebt habe, dass es okay ist, mir zu nehmen. So. Dass es okay ist, mir zu nehmen und auf der anderen Seite, na, dass es okay ist, meine Grenzen zu artikulieren und die auch wirklich, also meine Grenzen zu identifizieren, das war a big one für mich, ja, also kommend aus diesem People-Pleasing-Background irgendwie, das heißt, ich will gefallen, ich will entsprechen und dann einfach zu sagen, hey, na, eigentlich, diese Berührung will ich jetzt nicht, also ich für mich persönlich, ich bin draufgekommen, ich mag eigentlich überhaupt nicht, wenn mir jemand super sanft streichelt, das macht mich sehr nervös. Und ich habe das aber so viele Zeit meines Lebens einfach erlaubt, weil es halt dann so, das liegt mir dann so zusammen und dann wird man so sanft gestreichelt und ich habe einfach nie was gesagt, obwohl, und heute kann ich sagen, nein, das will ich nicht. Und ich denke mir nichts dabei, es ist so, ich wirklich, ich own meine Grenze, ich bin wirklich so, nein, ich stehe in meiner Kraft, so wie du sagst, ja. Und was ich sagen möchte zu dieser Freiheit, weil du ja sagst, dieser Hedonismus ausbricht, diese Freiheit, sich zu nehmen, was man will und auch dafür einzustehen, was man nicht will, das ist die Freiheit in sich selbst. Und ob das dann mit einer Person oder mit vielen Personen ist, das ist dann immer noch die eigenen Entscheidungen überlassen. Also für mich, das ist was ich oft kriege, ist so, okay, wenn ich jetzt mich sexuell befreie oder erfreie, ja, heißt das dann, dass ich mit jedem überall immer Sex habe und das heißt eigentlich nicht, sondern das heißt, dass ich einfach frei über meine Sexualität reden kann, dass ich sagen kann, hey, ich mag gerne einen Klaps auf dem Po oder ich hab gern, wenn man mal ins Gesicht schlägt währenddessen, dass ich penetriert werde und einfach da zwanglos und befreit drüber zu reden, das ist die Freiheit, die in diesem Erwachen der sexuellen Kraft eigentlich liegt. Ja. Ich habe das auch erlebt in so einem 7-Tage-Container, wo ich Teilnehmer war. Ich meine, du hast es gerade mit dem langsamen oder mit dem sanft Streicheln. Bei mir in diesem Retreat, wo ich war, die haben die Leute durchgehend mit Gleitgel eingeölt. Und da war so eine Grundannahme, dass das halt sexy oder dass das gefällt oder dass es cool ist, dass die Leute mögen, wenn sie irgendwie also schwitzy, juicy, Haut an Haut. Und ich fand es absolut ein Terror. Ich hasse Feuchtigkeit auf meiner Haut. Also, und das ist nur ein ganz, ganz kleines Beispiel, wo ich halt rausfinden konnte, okay, das ist, also ich habe es getestet. Ich habe gedacht, hä, allen gefällt's, außer mir, bin ich jetzt crazy? Oder ist was mit mir falsch? Und am Ende war es so, ey, nee, vielen Dank, ich habe rausgefunden, was ich nicht will und dadurch bin ich ein Stück weiter näher gekommen zu dem, was ich gerne will. So. Und ich glaube, ich denke immer an Workshops und Retreats immer an eine Art von Erlebniscontainer. Und was ich damit meine ist, ich habe so eine Idee, dass wir als Kinder, als Kleinkinder, als Kinder sehr viel über die Welt, über den Körper tatsächlich lernen. Und das nimmt über die Zeit immer mehr ab, habe ich so den Eindruck. Mhm. So der Container, dass du, ich sag mal, mit 30, 40, 50 Jahren, du musst aktiv in die Kuschelgruppe gehen, weil die Kuschelgruppe kommt nicht zu dir, wenn du diese Erfahrung von der Kuschelgruppe machen willst zum Beispiel. Das ist irgendwie als Kinder sehr viel einfacher und du lernst extrem viel. Und ich glaube, dass mit dem Laufe des Lebens diese Container immer weniger werden. Mhm. Und dadurch sind wir auch, glaube ich, so eingeloggt in das, was wir halt vorher gelernt haben und glauben, ja, so ist es dann halt. So als wäre das so das Maximum gewesen, was du lernen konntest. Und ab sofort läufst du mit dieser Landkarte durch die Welt und guckst halt, wie du das meiste aus dieser Limitierung rauskriegst. Mhm. Und ich finde, wenn ich so an unser letztes Jahr, unsere crazy Zeit in Griechenland denke, dann ist es so dieser Spielwiese für Erwachsene, oder?
Absolut, Ich liebe absolut, das, ja. ja. So. Ja, und diese Zwanglosigkeit, die Ja. kommt einfach mit dem und wie du sagst, dieses Spielerische und auch diese Unschuld, dieses Reine einfach, dass wir Ja. einfach mit unserem Körper miteinander sein können und jeder für sich weiß, dass das, was jetzt passiert, genau das ist, was für mich passt, das passiert. Und nicht, dass ich Angst haben muss von der Übergrifflichkeit, sondern dass ich wirklich sein kann in einem Raum, der so sicher ist, dass ich mich so öffnen und hingeben kann, weil ich weiß, hey, es passiert jetzt genau das, was ich zulasse, dass sie passiert, das passiert. Und ich bin da, um das zu erkunden, was ist das eigentlich, was ich möchte. Und wie du sagst, einfach dieses Spektrum zu erweitern von, so ist jetzt unsere Gesellschaft ist, glaube ich, ganz krass konditioniert. Okay, wenn wir jetzt mit jemandem intim sind, dann heißt es küssen, dann heißt es ein bisschen Busen greifen, dann ausziehen, dann singeln und dann vielleicht Oralsex und dann bam, Penetration. Das ist irgendwie, ja. So, das ist das Rezept, okay. Und dann so, okay, da gibt es so viele Nuancen, die dazwischen liegen und da gibt es noch so viel zu erkunden, das noch passiert, bevor das überhaupt zu Körperflüssigkeitsaustausch kommt. Und das ist auch was ich betonen möchte, dass diese Räume, die wir kreieren, auf dem schon fokussiert liegen, dass man nicht Körperflüssigkeitsaustausch forcieren, sondern wirklich lernen, okay, wie kann ich meinen Genuss, meine Hingabe kümmern, mit meiner Lebensenergie für mich verbinden, ohne dass ich jetzt das tue, was ich immer tue, was ist Busen greifen, küssen, dann, wie vorher gesagt eben, ja. Und da einfach das Spektrum zu erweitern in Sinneserfahrungen und in Genuss und in der Spielerischheit und in dem oder in der Unschuld, in diesem, ja, in der erwachsenen Spielwiese, so wie du schon Und gesagt hast. komischerweise, wenn ich dir so zuhöre, ich denke mir sofort, ah, das ist auch echt ein Bereich, wo ganz viel Angst und so Unbehagen hochkommen kann. Weil, also irgendwie, ich finde ja Sicherheit in meinen Standards, weil in meinen Moves, die ich irgendwie gelernt habe und denke so, ja, okay, küssen, fingern, lecken und dann bin ich on the right track. Und wenn ich das nicht mache, da muss ich ja in einem Bereich, also ich bin wirklich in einem Bereich, wo meine Landkarte nicht so gut beleuchtet ist, und wo ich erstmal schwimmen lernen muss. So. Und das finde ich einen spannenden Aspekt auch von dem Retreat. Ich glaube, dass wir oft also wenn wir sagen, so durch diese Angst durcharbeiten, dann nicht irgendwie um eine Angst zu konfrontieren, sondern in diesem dunklen Wasser, wo wir wieder schwimmen lernen, einfach so ein paar Schwimmflügel mitgeben. Oder zu 20. halt schwimmen lernen, dann ist nicht so gefährlich wie alleine. Ja. Also ich stelle mir ganz oft vor, wenn ich so mitgehe und ich sage, ich treffe jetzt eine neue Person, ich habe Sex mit der und ich sage ihr, hey, lass uns mal alles machen außer Penetration. Boah, Alter, da müssen wir ganz schön arbeiten. Was heißt denn das jetzt? Ja. Wie geht das? Ja, ich glaube, also ich glaube, lass uns ein bisschen den Leuten ein Bild davon geben, was das denn heißt dann auf dem Retreat, stimmt's? Also was machen wir denn dann, wenn ein Sex oder sexpositives Retreat nicht darum geht, die bessere Sexstellung herauszufinden? Ich glaube, die Leute sagen so, ja, was ich vorhin eingangs gesagt habe, muss ich jetzt die ganze Zeit in Strapse rumlaufen oder wie ist das? Genau, wie ist das? Naja, ein großer Teil von dem Retreat ist einmal diese Verbindung zu unserem eigenen Körper zu kultivieren, weil, so wie wir vorher gesagt haben, es geht darum, meine eigenen Bedürfnisse zu erkennen, auszusprechen, meine Grenzen zu erkennen, auszusprechen. Das heißt, wir machen ganz viel Arbeit, meistens morgens eigentlich, wo es um dieses Körperbewusstsein geht, um das Kultivieren unseres Körperbewusstseins, wirklich dieses Fühlen und uns zu erlauben zu fühlen. Was fühlt sich jetzt gut an? Nicht, was ist der Kopf, der sagt, das ist jetzt gut, sondern wirklich der Körper. Was sagt uns der Körper? Was ist da? Weil wenn man nicht intim mit jemandem anderen sein möchte, dann muss ich jetzt erst einmal anfangen, mit mir intim zu sein. Weil wie kann ich wissen, ich kann nicht auf den anderen fokussieren, bevor ich nicht weiß, was ich will eigentlich.
was ich möchte. Ja. Und das ist schon das Erste, was ich auch vorhin gemeint habe, was die Leute gelernt haben. Ich reagiere auf die Freude von meinem Gegenüber. Fällt mir leichter, als erstmal mich zu fühlen und dann in Kontakt zu bringen, was ich denn gerne haben will. Mhm. Ja, wir haben voll oft gelernt, so auf das Gegenüber zu reagieren. Also Schatz, wenn es dir gefällt, dann habe ich auch Bock auf dich. Und also ich mag unsere, gerade die Morgenslots extrem gerne. Die sind so unsexuell und super sexuell gleichzeitig. Mhm. So, stimmt's? Also Yoga, Kundalini-Aktivierung, Breathwork. Genau. Super, super wichtig. Und ich glaube, so die Morgenangebote, dadurch, dass wir jeden Morgen eigentlich was anderes machen, ist es wie so ein Süßigkeitenladen, wo du über deinen Lieblings-Haribo-Frosch stolpern kannst. Also ich habe voll oft erlebt, dass eine Person sagt, boah, fuck, die und die Übung, die hat bei mir so einen Raum aufgemacht, der war vorher nicht da. Keine Ahnung, ein Breathwork gemacht und plötzlich war ich, hat mein Kopf das erste Mal nichts mehr gesagt. Mhm. Und da öffnet sich der Raum der Möglichkeiten. So, boah, was ist denn da in mir? So. Oder Kundalini. Ach du Scheiße, was ist denn da für eine Lebensenergie in meiner Wirbelsäule? Mhm. Oder. Stimmt's? Oder. Ja, das ist sehr kraftvoll, einfach dich selbst mit sich auseinanderzusetzen und eben warum das ist oder, weil so verschieden und so einzigartig wie jeder von uns ist, so einzigartig und verschieden ist ja der Zugang zu dem. Und ich glaube, wir kommen ganz viel aus diesem One Fits All und das ist jetzt der Prozess und an dem Punkt muss man dann dieses Erlebnis haben oder diesen Einsicht oder diesen Meilenstein. Unsere ganze Bildung baut auf das irgendwie auf, aber es geht viel mehr darum, in dieser Arbeit wirklich zum sagen, okay, ich probiere jetzt aus und dann nehme ich, was für mich am besten passt. Und dann aber auch, so wie ich vorher gesagt habe, ja, dieses sanfte Streicheln, das halte ich halt jetzt nicht aus. Mhm. Aber mit diesem Ding, vielleicht in 5 Jahren, mag ich das voll gerne. Ja, das kann sein, dass das einmal vielleicht voll Bedürfnis wird. Nur gerade momentan ist es nicht. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil sehr häufig sind wir so eingefahren in diese Landkarte, wie du vorher so schön gesagt hast. Und einfach zu sagen, okay, wir sind Forscher und diese Forschung, die beginnt irgendwo der eigenen Sexualität und die hört aber nie auf, diese Erforschung. Es bleibt immer spannend und so bleibt man irgendwie mit dieser Neugierde verbunden für den eigenen Körper, weil sich das ständig verändert, es ist alles im Fluss und einfach auch wieder in diese Neugierde zu kommen, weil das Kind ist mir ja auch voll neugierig und boah, wie fühlt sich das jetzt an, wenn ich da zwicke oder wenn ich dort kratze oder so, Und dann irgendwann geht diese Neugierde für den eigenen Körper, für die eigene Sinnenserfahrung irgendwie ein bisschen verloren und das ist schon ein großer Teil, das wieder zurückzubekommen. Ich habe auch gerade an Erinnern gedacht, Ich glaube, voll oft geht es darum, weißt du, wir springen morgens um 8 Uhr ins Meer, machen ein bisschen Stretching. Und du denkst so, ach du Scheiße, wie konnte ich das 10 Jahre nicht machen? Das war für mich immer so eine Erinnerung an mir selbst, wo ich dachte, okay, krass, also mir kann es morgens um 8.30 Uhr so gut gehen. Warum zur Hölle stehe ich dann in meinem Arbeitsalltag, sage ich jetzt mal, auf, streck mich überhaupt nicht, gehe einfach nur kurz duschen, putze Zähne, um irgendwie aus dem Haus zu gehen. Und ich vergesse, dass man die Lebendigkeit von dem ganzen Tag vielleicht von der ersten halben Stunde abhängig sein kann. Und ich glaube, viele ist es dann auch wieder sich erinnern zu sagen, okay, das Gold Nugget, das nehme ich jetzt wieder mit nach Hause. Und wenn es nur das ist, was ich mache, bin ich ein sehr viel lebendigerer Mensch, indem ich morgens irgendwo, weißt du, keine Ahnung, ob es dann kalt duschen ist, ich habe nicht immer das Meer um die Ecke. Aber ich kann Dinge, Breathwork, Yoga, irgendwas integrieren, um mich in meine Yumminess zu bringen.
Genau. Und aus meiner eigenen Erfahrung ist es super schön, in so einem Retreat zu sein und sich immer wirklich eine Woche für sich nehmen und einmal exzessiv diese Self-Care und diese Selbst und diese Berührung und alles das auszukunden. Und dann reicht es aber im täglichen Leben, wo man das, wo man einen kleinen Rahmen bringt. Also ich möchte nicht, dass die Leute dann meinen, oh Gott, dann muss ich jeden Tag 2 Stunden für mich Zeit haben, um wirklich mich mit mir verbunden zu fühlen. Nein. So, es sind halt dann einfach Kleinigkeiten. Also das, was da passiert in so einer Woche, das verändert das ganze Leben und das braucht dann nicht ewige, stundenlange Einheiten, um in den Genuss zu kommen, sondern diese Erinnerung ist plötzlich wieder da und dann kann man sie leicht an das anzapfen und aus dem heraus schöpfen wir dann einfach viel mehr Vitalität für alle Bereiche im Leben. Also ich sehe so oft in den Retreats, dass die Menschen dann wirklich mit einem neuen Selbstbewusstsein und einem Vertrauen rausgehen und sich das auch in ihre Board-Meetings in der Arbeit ausbreitet und in eine andere Art, wie sie sich selbst halt halten einfach. Aber es kommunizieren und das jetzt nicht nur mit dem Partner, mit dem man dann wirklich Sex hat, sondern mit allen Menschen im ganzen Umfeld. Also das ist schon sehr wichtig. So, jetzt waren wir bei dem Morgen. Was passiert denn noch unserer Morgeneinheit? Wir schweifen da ein bisschen ab. Naja, ich finde es trotzdem super wichtig. Also gerade was du gesagt hast, so dieses, der eine Moment, der kann so eine Weggabelung sein. Und ich glaube, viele, wenn ich so durch meine Erinnerung gehe, sind viele, inklusive mir, wenn ich auf ein Retreat gehe oder an mir arbeite, haben diese schleichende Frage, so lebe ich meine Lebendigkeit, verpasse ich meine Chancen, muss ich mich irgendwie von irgendwas noch befreien, um wirklich so ohne so ungedämpft leben zu können. Und ich glaube, der Moment, in dem du irgendwie ein Business-Meeting hast oder eine Situation privat und jemand sagt so, wow, du hast dich echt verändert, das ist eigentlich das erste Mal, wo sich das spiegelt, dass deine Veränderung im Innen tatsächlich auch außen deine Welt verändert. Und das ist ziemlich life-changing, wenn man wirklich das Gefühl hat, so, okay, krass, es hat sich etwas in mir getan. Und ja, also lass uns weiter. Was passiert für mich, so mein Gold Nugget, was wir am Vormittag machen, ist die sexuelle Life Story. Ich komme ja aus der Gestalttherapie und aus der Gesprächstherapie dadurch, also Humanpsychologie, so wir reden über uns, um uns so in den Augen des Gegenübers zu erkennen. Also ich muss reden, um die Welt, die sich in meinem Kopf irgendwie so zusammensetzt, erstmal nach außen zu stülpen, damit andere sagen können, oh, deine Landkarte ist aber so und so. Also meine ist so und so. Und oh, also deine Landkarte ist hier viel größer, wo meine so ganz klein ist. Also es geht sehr viel darum, in Kontakt zu bringen. Was heißt das konkret? Wir ermöglichen jedem Menschen, die zu uns kommt, mindestens eine halbe Stunde, ich glaube, wir haben sogar eine Stunde fast gemacht, die Lebensgeschichte ihrer Sexualität zu erzählen. Super, super powerful, ja, vor der gesamten Gruppe, mit der vollen Aufmerksamkeit von allen Menschen, von allen Nervensystemen, von aller Empathie, die da in dem Raum mitsitzt, habe ich die Möglichkeit, so richtig detailreich und sortiert erstmal, und für viele ist es das erste Mal, so zu reflektieren, wie bin ich denn in meiner Historie zu diesem Sexualwesen geworden, das ich heute bin, wie ich die Sexualität auslebe, wie ich mich erlebe, ob ich Sex als positiv oder als gefährlich oder als negativ irgendwie empfinde. Und das ist für mich eins der heilsamsten Dinge, die ich in meinem Workshops für mich auch erlebt habe. Nummer eins, weil viele, also ich habe das dadurch das erste Mal mich selbst sortiert und dachte, okay, krass, ich habe noch nie drüber nachgedacht, wie ich Sex gelernt habe. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist das, also Nummer eins, die Dinge, die du für dich als das Schlimmste überhaupt empfindest, deine Wunden, deine Verletzungen, deine Herausforderungen in der Sexualität, die meisten haben die, stimmt's?
Die meisten sagen, ja, ich auch. Ja. So, oh, ich bin pornosüchtig, ich guck, ja, ich auch. Ja. Und das ist so erleichternd menschlich, wenn andere Leute sagen, okay, das, was du dachtest, was der Horrortrip deines Lebens ist, ist ziemlich normal da draußen. So, oh, vielen Dank. Endlich bin ich normal. Ja. Und ich merke, wenn Leute von schwierigen Situationen erzählen, in dem Moment, wo so ein Bewusstsein in Kontakt mit den ganzen anderen Bewusstseinen steht, die da im Raum sitzen, kannst du wirklich Pakete aus der Vergangenheit loslassen. Es gibt einen Mechanismus, den kann man nicht wirklich messen, aber das hat was damit zu tun, dass diese seelische Schwere, die du vielleicht trägst, also muss ja nicht sein, ne? Es gibt viele positiven Stories oder Live-Stories, wo Leute irgendwie so schräge Dinge, also bei mir war es so und so und meine Mutter hat mir dann das Sexbuch von Bienchen und Blumen gezeigt und das hat mich irritiert. Also es können ja witzige Geschichten sein oder es kann auch richtig tiefe Geschichten sein. Also wir hatten die ganze Bandbreite schon. Und irgendwie erzähle ich es eine halbe Stunde und ich gehe so durch meine Emotionen und da ist Scham und da ist Schweiß und da ist so, boah, fuck, habe ich noch nie so erzählt. Und danach ist es vorbei, als hätten 20 Leute mit dir diese Geschichte verdaut. Und das finde ich magisch. Und das ist eins der Lieblingsdinge, die ich in meinen großen Workshops mit allen mache, egal ob Männergruppen oder gemischten Gruppen. Das ist das Ding für mich. So. Ja. Hast du das vorher schon mal gemacht? Diese Live-Story, wir haben es ja auch in Griechenland gemacht. Wir haben es in Griechenland gemacht, ja. Und ich habe das vorher schon mal gemacht in einer Tantra-Ausbildung. Ah, okay. Es war ein bisschen anders als dieses sich hinstellen und diese Live-Story der Sexualität zu erzählen, so wie du das machst, sondern es war mehr so wirklich meiner Vulva eine Stimme zu verleihen, okay, und die dann sprechen zu lassen zu mir, wie ihr Leben mit mir war. Und wo ich so wirklich von dem Zeitpunkt, wo wir das erste Mal miteinander Kontakt gehabt haben und wie sie sich dann gefühlt hat über alles, was passiert ist in meinem Leben. Und das war für mich auch eines der super heilendsten Erlebnisse, krass, die ich gehabt habe, weil ich drauf gekommen bin, wie unwichtig, dass ich das behandelt habe, wie nachlässig, wie oft, dass ich erlaubt habe, dass in ihr eingedrungen wird, ohne dass sie bereit war dafür. Und das hat man dann so erläutert und da habe ich wirklich eine tiefe Vergebung gefunden und eine neue Verbindung zu meiner Sexualität gefunden, wo ich mir gedacht habe, so, wow, ich höre mehr auf das, was da passiert in mir, also mehr auf meinem Körper auf euch. Das war schön und halt auch so, wie du sagst, das ist einfach so kraftvoll, von anderen beobachtet zu werden und gehalten zu werden, wo man so intime Sachen teilt, die in unserer Gesellschaft so sehr tabuisiert sind, und dann einfach darüber redet und dann zum anderen sehe ich so, wow, jeder hat sein Päckchen zum Tragen. Ich bin jetzt, es ist nicht nur ich, bei der es nicht nur perfekt ist. Ich glaube, für mich ist oft so, ich habe oft dieses Bild, dass bei jedem anderen ist es perfekt, außer bei mir. Ja, absolut. Immer das Gleiche, ja. Immer das Gleiche, right? So, ja. Und dann so, wow, und einfach da gesehen zu werden in dem und diese Geschichte zu erzählen. Und ich habe das ja super spannend gefunden, weil du das ja doch jetzt echt schon oft tust, dass du sagst, jedes Mal, wenn du das tust, dass ein anderer Teil hochkommt. Weil man natürlich, man hat nur gewisse Zeit und dann ist es super spannend zu schauen, okay, was ist jetzt eigentlich das, was da daherkommt in mir, was vielleicht noch aufgearbeitet werden möchte, was gehört werden möchte, was waren die prägenden Momente in dem Leben mit meiner Sexualität, die dann genau in dem Moment vor Publikum sozusagen am Hochkommen. Und das ist auch sehr spannend, einfach für sich selbst, um einfach mehr über sich selbst zu lernen. Was sind die Sachen, die mich wirklich geprägt haben? Weil oft ist einem das gar nicht so bewusst, wo man nicht in so eine Position gebracht wird. Ah, das ist witzig. Also ich liebe diese Idee vom Container, jetzt eins mehr. Weil ich merke,
Wie würdest du das jemals privat hinbekommen? Also, weißt du, du kannst nicht deinen Freundeskreis anrufen und sagen, hey, ich muss euch mal meine sexuelle Lebensgeschichte erzählen. Und das, hey, das ist das Heilsame. Du stehst in einer Gruppe von 20 Leuten und denkst so, what the fuck, wir sind ja alle kaputt, wie geil. Also, wir haben alle unser Päckchen und beim nächsten, jetzt kommst du wieder aufs Business-Meeting, ja, wirst von deinem Chef angekackt und dann denkst du, aha, und du auch. Richtig, genau, und du auch. Endlich kann ich das loslassen, dass ich dachte, ich bin essentiell kaputt und die Welt da draußen tanzt irgendwie in Hedonismus, sondern nee, alle haben das Päckchen. Und ich glaube, in dem Moment kannst du da irgendwie anders in Augen schauen und sagen, komm rück raus, sei ein bisschen transparenter, was bewegt dich eigentlich? Ja? Und das geht, also ich das geht schon, du musst echt coole Freunde haben, damit die zu 20 vorbeikommen und dir zuhören und natürlich genauso ehrlich auch antworten und dann ihr Päckchen preisgeben. So ist es. Und ich meine, das Magische für mich an solchen intentionalen Containern wie diesem Retreat ist ja auch, dass es durch das Erzählen wird auf einmal eine Nähe und ein Verständnis geschaffen, dass die Gruppe irrsinnig zusammenhaltet. Und auf einmal sind es nicht mehr Fremde, sondern auf einmal sind es Schwestern und Brüder, die da auf dem gleichen Pfad, im gleichen Boot sitzen und irgendwie dieses Gefühl, hey, we're all in this together, ist total stark. Und auf der anderen Seite ist es super schön, weil es ja irgendwo doch Fremde sind, ist man vielleicht einfacher, dass man dann wirklich die Guards runterlässt, ja, so die Hosen fallen lässt, weil eigentlich mit dem muss man dann ins Wochenende drauf kein Bier trinken gehen, ja, mit den Leuten dort. Also es hat schon sowohl Vorteile, es hat viele Vorteile, einfach das mit Fremden zu machen, wo man sich denkt, okay, warum sollte ich das jetzt machen mit Menschen, mit denen ich eigentlich nichts zu tun habe oder die ich gar nicht kenne oder. Und genau deshalb, erstens, weil es so schön ist zu sehen, wie man intim mit sich selbst ist, wie die Intimität zu anderen, die eigentlich fremder werden, auf einmal, wie es dann auf einmal Intimität gibt aus dieser Verbindung mit dem Selbst heraus. Und ja, zum anderen auch, weil es einfach viel Raum gibt, um sich auszutesten, ohne dass man irgendwie seine Geschichte so krass mit sich hat, weil die Freunde kennen einen ja doch und die haben so ein gewisses Bild und dann ist er dafür, dieses Bild aufrechtzuerhalten. Image-Maintenance. So dieses Bild des, genau, des Good Girls. Also für mich war das lange Zeit, wo ich mir nie traut habe, mir einzugestehen, dass ich wirklich kinky bin und dass ich echt meinen Klaps auf dem Po liebe. Und das kommt so aus einem Dorf in Österreich und das ist halt dort voll, das stimmt irgendwas nicht, wo man kinky ist. Ja, das ist schon, da ist ganz viel Vorurteil behaftet. Und das hat mich sehr, sehr lange geprägt, dass ich wirklich bis zu dem Punkt, auch in einem von diesen Retreats, wo ich dann so, boah, das ist mein Bedürfnis. Ich mag es gern zu dominieren und ich mag es auch gerne, mich zu unterwerfen. Und das ist das, was mich wirklich antönt. Und das habe ich so lange mir nicht erlaubt. Ich habe so lange mir nicht Fragen gewagt, ja, dass ich einen Klaps auf den Po kriege oder wie ich dann das erste Mal mit einem Flogger berührt worden bin. Ich habe mein Körper halt gebebt. Das war ein ekstatischer Erguss. Das war der Wahnsinn. Und ich habe 28 Jahre meines Lebens darauf gewartet, ohne dass ich das wirklich formuliert habe oder gewagt habe, das zu formulieren, weil ich Angst gehabt habe, verurteilt zu werden, weil da ganz viel Stigma da sind und. Und das ist auch was man dann in unseren abwechselnden Workshops noch zusätzlich providen oder zur Verfügung stellen, dieses Testen, diese verschiedenen Sinneserfahrungen, ja, das ist, wir haben dann kinky Sachen dabei, ja, und zu schauen, okay, wie ist es, wenn ich dominiert werde, wie ist es, wenn ich jemanden dominiere, was kommt da in mir hoch, taugt mir das, ist es schwierig in mir, und das ist auch wieder so, wie wir so vorher gesagt haben,
Das spiegelt sich in allen Lebenssituationen wieder, weil wir sind immer, wo man Leben anschaut, unsere Dynamiken sind immer irgendwelche Machtgefälle. Einer dominiert und der andere folgt irgendwo. Mhm. Und das ist immer mit dem Boss, das ist überall, ja. Und wenn man mal diese Linse aufhat, dann war man so, oh krass, ich glaube, das ist was, mit dem habe ich nie zu tun, ja. Domination, Submission, nein, nicht für mich. Und dabei leben wir das alle in einer gewissen Art und Weise. Und das bewusst zu machen, ist wunderschön und kann auch super, ja, kann viele, viele Einsichten bringen. Mhm. Ich habe gerade, als du erzählt hast mit dem Klaps auf dem Po, ja, das klingt immer so niedlich, aber das ist wirklich, als wäre für dich so wie so ein Stromkreislauf der Lebensenergie irgendwie vom Ich-Zweifel zum Ich-Will irgendwie gekippt und du kannst endlich auf etwas zugreifen, wo plötzlich die Energie fließen kann, stimmt's? Also wo vorher so, wer weiß und lalala und so, plötzlich hinzu, ich will, das ist es, was ich will, go. Genau. Da kommt auch so eine Leichtigkeit mit, weil die Energie richtig so eine Richtung bekommt, habe ich so den, höre ich raus so aus deiner Stimme auch. Ne? Voll. Und das ist wieder, sagen wir wieder bei diesen Schlagworten von Beginn, diese Freiheit, die dadurch kommt, richtig? Dieses, ja, ich stehe dazu, diese Empowerment, dieses Empowerment, das kommt, diese Führung von meinem Selbst, einfach so dieses, ich stehe dazu und das bin ich und ich habe keine Angst, dass jetzt da irgendjemand das verurteilt. Ja, Punkt. Ja, niemand verurteilt, im Gegenteil sogar. Genau. Ich habe viel von unseren Retreats auch im letzten Jahr. Das Ding ist ja, was passiert denn? Also, das klingt so, also diese therapeutische Arbeit ist ja nicht so, dass wir die Leute durch eine Psychotherapie durchquälen wollen, sondern es braucht oft so eine ganz kleine, ganz wenige Erlebnisse auf der Haut, damit dieser neue Horizont sichtbar wird. So, oh geil. Und dann entsteht eine Dynamik. Also bei uns dauert 1,5 Tage und plötzlich lieben sich alle. Und es gibt so eine Dynamik. Und es geht halt so weit, dass plötzlich sind halt da 20 echt Freunde irgendwo, die sich vertrauen auf einer Ebene und sagen, okay, cool, das hier ist ein Testgebiet der Experimente. Wir machen hier den Kinky Slot, dann zeigt uns Ariane, wie wir uns den Arsch versohlen. Dann machen wir reine Dominance and Submission durch Körperführung, stimmt's? Wir machen Temple Nights, wir machen verschiedene Massage-Rituale, stimmt's? Also aus dem Tantra kommend. Mhm. Und was ich erlebt habe, ist, es entstehen einfach Freundeskreise und jetzt sind die Leute plötzlich, also im Retreat ist es so, ja cool, wenn es schief geht, fuck you, ich muss dich nie mehr sehen. Was aber wirklich passiert ist, es entstehen, ich glaube, echte Freundeskreise. Es ist nicht mehr deine Peer Group aus der Arbeit, weil sonst gibt's ja niemanden, sondern die Dudes und Dudessen aus dem Retreat sind die, mit denen du dich echt gerne jetzt in der Freizeit triffst, weil ihr geht zusammen nach Berlin auf den Torture Garden, weil ihr gelernt habt, dass ihr euch alle gerne den Arsch vermöbeln lässt und ihr habt einen richtigen Spaß zusammen und also ich glaube, das ermöglicht, dass deine sexuelle Entwicklung fast schon sich verselbstständigen kann. Du hast nämlich so einen kleinen Container, der jetzt weiterlebt und sagt, hey, wollen wir auf die Party gehen? Hey, lass uns doch mal auf Hedonism, bla bla, Events und so weiter gehen. Flowers and Bees oder wie die auch alle heißen, ne? Die ganzen, egal ob das ein Swimmerclub oder ein Fetisch-Event ist. Also nichts Cooleres, als eine Peergroup zu haben, die da auch Bock drauf hat. Richtig, ja. Was spannend ist, weil ich war das letzte Mal erst vor ein paar Monaten in Berlin und ich war in einem Lokal und bin dann draußen gegangen und habe meinen Platz gesucht mit meinem Getränk und dann sehe ich da tatsächlich zwei Männer aus unserem letzten Retreat, die sie getroffen haben. Ja, es war super cool. So viel zu, ja, es formen sich wirklich, wirklich Freundschaften, die darüber hinausgehen, ja. Was noch wichtig ist für mich anzusprechen, das, was ganz oft kommt, ist diese Angst, muss ich dann Sex haben, wenn ich in so ein Retreat gehe? Wie ist das? Kannst du da noch ein bisschen dazu? Ich warte immer noch auf die Person, die so richtig Terror macht und sagt, nein, auf keinen Fall. Also ich will
irgendwie auf eine Art ist dieses Sex machen oder Penetrationssex in meiner Wahrnehmung voll weit weg von dem Retreat, weil mir geht es um ganz andere Dinge. Also ich finde, dieses Ganze, die Räume in mir suchen oder meine Lust suchen und meine Freiheit finden in dem, was ich will und was ich zulassen will und so weiter. Das ist so viel größer als Sex, weil Sex ist nur ein mögliches Ergebnis. Also ich freue mich viel mehr darüber, wenn eine Person in einem Retreat plötzlich einen neuen beruflichen Weg rausfindet, als Penetrationssex zu haben. Weil dann fühle ich mich fast schon verarscht, weil jemand ein Retreat benutzt, um Sex zu haben, was nicht der Purpose von einem Retreat ist. Mhm. Also ich bin immer wieder überrascht, wie sexuell im Kopf ein Retreat ist und wie wenig Sex körperlich passieren muss dafür. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Das war vielleicht ein bisschen zu abstrakt formuliert, aber Sex ist für mich kein forciertes Element von einem Retreat. Aha, voll. Ich habe das voll schön gefunden, wie du gesagt hast, der Purpose des Retreats ist gar nicht Sex zu haben. Ja. Und das ist, genau das ist es. Das ist so wirklich, weil das ist so viel breiter auf euch, was da für uns zugänglich wird, ist so da. Ja, das ist so eine Bereicherung einfach auf so vielen Ebenen, so wie du sagst, durch diese Lebensenergie, die da ins Fließen kommt. Auf einmal sind wir angeschlossen zu Kreativität, zu Fluss, zu Wow, einfach zu Freude und einfach das mitzunehmen und dann vielleicht aus dem neue Ideen zu finden, neue Kraft zu finden, im Beruf oder in anderen Beziehungen. Einfach, das ist so. Ja, es ist eine Bereicherung auf so vielen Ebenen, die so weit darüber hinausgeht. Ich erzähle dir von unserem Retreat in Griechenland eine Anekdote, die es für mich auf den Punkt bringt, wie sexuell das eigentlich war. Wir hatten einen Teilnehmer, der kam auch aus dem Management- und Business-Kontext und er war ziemlich so on the grind, am Burnout entlang schrammend. Und aus der Gewohnheit raus, wir in Griechenland waren im Pelion, voll am Berg, massiv steil. Und aus seiner Gewohnheit raus, aus so einer Art von Masochismus heraus, hat er noch dazu vor dem Morgenprogramm sich die Jogging-Schuhe angezogen und hat sich richtig krass diesen Berg hoch und runter gequält. Und so im Nachhinein, das ist jetzt ein bisschen zeitversetzt, aber am Anfang hat er das gemacht und im Nachhinein ist ihm aufgefallen, wie er das gar nicht gemocht hat. Also da gab es so einen Teil, der dachte, ich muss mich quälen, um fit zu bleiben. Und ich mache das jetzt. Und so das Retreat, wir haben so Tag 3, 4, 5 und er geht morgens, denkt sich so, ey, weißt du was, ich zieh mal wieder die Jogging-Schuhe an, aber ich laufe einfach nur. Und er kommt zurück und er sagt so, boah, Alter, Jones, das war so geil. Das war so geil, einfach nur zu laufen und viel mehr. Also ich habe das erste Mal den Wald gesehen. Ich bin vorher einfach nur von mir selber weggerannt. Auf meinen 5 km/h, ich muss jetzt joggen oder keine Ahnung, 10 km/h, ich muss mich jetzt quälen, weil da ist so eine Stimme in meinem Kopf, die sagt, du wirst alt, du musst jung bleiben, halt dich fit und so weiter, diese Domina, die mich so durch die Welt peitscht. Und das, wie er dann erzählt hat von diesem Morgenspaziergang, war so sexuell, da war so viel, boah, ist die Welt geil, Mann. Ich habe richtig mit dem Wald, mit der Natur gerade Sex gemacht. Und da war viel mehr der Mensch eigentlich da. Und für mich ist so der Satz so, ey, wenn du eine Verpflichtung aufgibst, dann zeigt sich erstmal eine Präferenz. Also hat sich selber vorher so verpflichtet gegenüber seiner inneren Domina, die sagt, laufen, laufen, laufen. Und in dem Moment, und ich glaube, das ist ein Ergebnis vom Workshop, zu sagen, warte mal, für wen mache ich das eigentlich hier? Also ist es for my pleasure oder ist es für eine externe Stimme, die mir irgendwie sagt, ich werde fett? Keine Ahnung, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ja. Und in dem Moment, wo er diese Verpflichtung gegenüber dieser äußeren Stimme aufgegeben hat, kam er zu seinem eigenen, oh, ich habe Lust auf Laufen. Und die Form hat sich fast gar nicht geändert, aber das Mindset war, ich nehme mir für meine Lust und ich laufe und ich gucke die Natur an und ich finde den Wald mega sexy.
Hey, und das war für mich also wirklich mit der Welt Sex haben. So. Und so meine ich das, wenn wir ein Retreat machen. Und dann, und wenn du dann später mal Sex hast, ich habe nichts, also du kannst auch Sex auf einem Retreat haben, aber mit dieser Energie und Selbstbestimmung, hey, da hast du, da brauchst du sehr viel weniger, um sehr viel mehr Sex zu haben. Mhm. Weil es geht, weil die Energie stimmt, weil dein Nehmen passt. So. Und so, das ist der Unterschied zwischen Sex auf dem Retreat und Sex auf dem Retreat. Ja. Ja, die Freiheit, die, die da kommt. Ja. Und die Yumminess. Und um das geht's eigentlich. Voll gut. Ja. Und hey, die, also ich habe schon erwähnt, die mit diesem, mit dieser Metapher, mit dieser Anekdote von dem einen Teilnehmer, Leute haben angefangen, Ausbildungen zu machen. Die eine wird eine Tantra-Masseurin, war eine Buchhalterin vorher. Der andere setzt sich ins Flugzeug nach Hause, findet seine Partnerin, mit der er fest zusammen ist mittlerweile, aus einem Männer-Retreat kommend. Aber ey, das sind die Dinge, wo du plötzlich irgendwie, ja, diese Weggabelung sich zeigt. Ich kann es nicht anders erklären als so eine, ich komme in mein altes Leben zurück, aber da ist eine neue Entscheidung. So. Ah, jetzt weiß ich, was ich will und ich mache das jetzt. Ja. Ja, weil es eine neue Verbundenheit ist, einfach eine neue Intimität, die zugänglich wird und die man dann in sein Leben bringt. Und aus dem heraus passieren dann ganz viele magische Sachen, weil man wirklich mit seiner Essenz verbunden ist und nicht dominiert ist von Konditionierungen, nicht dominiert ist von der harschen Selbststimme im Kopf, die auf Leistung getrillt ist, sondern einfach wirklich mit diesem spielerischen, unschuldigen Teil, der wir sind, den wir aber irgendwo erinnern dürfen. Und den wieder zurückbringen und den zurückbringen in alle Aspekte des Lebens. Und ja, es passieren einfach so viele schöne Dinge nach diesen Retreats, wenn die Menschen zurückgehen. So wie du sagst, neue Orientierungen im Beruf, Beförderungsmöglichkeiten oder Umorientierungsmöglichkeiten oder viele, die sich lange einen Partner wünschen, die dann plötzlich den Partner anziehen, weil sie einfach endlich aufgehört haben, so auf diesen Partner zu fokussieren, sondern mehr auf sich zu fokussieren und plötzlich falls into place, ja. Ja, es ist schwer zu beschreiben und ich fühle es, ja. Es ist so oft schon so passiert, stimmt's? Also ich so, okay, what is it? Ja. Und leider kannst du das halt nicht in dem Buch nachlesen. Also ich liebe Bücher, ich liebe alles, was ergänzt, aber am Ende lernst du es auf der Haut und ich glaube, das ist der Container. Ja. Und ich glaube, dass das ganz, ganz Wichtige ist für uns alle, dass das Erfahrungswissen ist und dass das wirklich nichts ist, was man im Instagram noch schon kennen, nichts ist, was man in einem Buch noch lesen können, sondern das ist wirklich was wir mit unserem Körper erfahren dürfen. Und das ist ja so wunderschön, dass wir uns diese Zeit nehmen, wieder mit dem Körper zu erfahren, weil ich glaube, so in unserer heutigen Gesellschaft ist so viel Kopferfahrung und so wenig Körpererfahrung und das ist wirklich eine Einladung, wieder die Körpererfahrung mit reinzubringen mehr. Voll gut. Das waren perfekte Schlussworte, glaube ich. Ja. Schon. Nee, ich freue mich riesig. Du warst ja schon öfter in Barcelona in dem Retreat Center, wo wir auch sind. Ich war schon, ja. Wie, was kannst du? Es ist super schön dort. Es gibt einen tollen Außenbereich, wo man essen, so mit einer Draußenküche. Es ist so, voll viele Palmen, wir haben einen Swimmingpool draußen, was super schön ist zum Reinhüpfen, zum Runterkommen. Es ist ein schöner Retreat-Raum. Ja. Es gibt Gemeinschaftsduschen, was ich super cool finde. Das ist schönes Gemeinschaftserlebnis. Das
das zu teilen, ja. Ja, es ist ein toller Ort. Das Meer ist nicht so weit weg. Das ist, glaube ich, 15 Minuten. Das ist noch was, was ich sagen möchte. Also es ist auch eine Kombination. Es ist nicht nur Workshop, bam, 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 sondern es ist auch Urlaub nicht, ne? Und es wird genug Zeit sein, um dort wirklich auch zu genießen, am Strand zu chillen, eine längere Siesta zu machen und ja, einfach spannend zu genießen. Überhaupt im September, es ist noch schön, es wird noch richtig Hochsommer. Mhm. Ja, geil. Ja. Ich freue mich drauf. Also ich sehe, ich kenne viele, viele Teilnehmende, die auf der Liste sind und ich denke mir, wow, das sind also schöne Menschen, interessante Menschen, die ordentlich, weißt du, die einerseits sehr viel Persönlichkeit mitbringen und auch ihre Fragen und so weiter. Und ich glaube, das wird hammergut. Und ich freue mich auch auf den ganzen Urlaubsanteil, wo wir einfach nur sagen, weißt du was, und jetzt hängen wir einfach nur ab und springen ins Meer und machen uns ein Lagerfeuer oder was auch immer. Ja. Da habe ich richtig Lust drauf, die Zeit zu vergessen an solchen Abenden. Ja. Cool. Ich freue mich, Ariane. Ich freue mich auch. Wunderbar. Let's see what happens. Ja, wir werden auf jeden Fall unsere Crew zusammenkriegen. Wir werden insgesamt so mit allen, also mit Cat und mit Köchinnen haben wir ja auch, wir haben ja Personal Cooks am Start. Ich glaube, wir werden 22, 24 Leute sein. Und ich freue mich einfach. Alright. Schön. Marianne. Sehr fein. Danke, Jones. Ich freue mich auf Leute, wenn ihr Fragen habt. Ich verlinke natürlich auch Ariane, dass die auch ein bisschen über dich lesen können und über deine anderen Retreats, über Blicks, die ganzen englischsprachigen Dinge, die du tust. Und und dann könnt ihr die Ariane und mich auschecken im September in Barcelona. Ja, herzlich willkommen. Auf unserem Riesenspielplatz für erwachsene Kinder. Yay! Bis dahin. Mach's mal gut, Ariane. Dann. Bye bye. Bye bye. Thank you.